Stadtupdate 79. Heute die Schafswiese. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kasi Rickborn und im heutigen Video werden wir uns genau hier unten an diese Stelle machen. Das heißt, hier wird tatsächlich die Schafswiese entstehen. Ich muss nur aufpassen, dass ich irgendwie hier noch weiter zu meiner Höhle hin kann, wo im Moment IT drin steht. Und mit diesem Teil muss ich aufpassen, denn darunter ist die Technik von Lightstacks. Deshalb muss ich das vielleicht ein bisschen anders bauen. Muss ich schauen. Ich würde sagen, ich fange erstmal an und melde mich beim nächsten Baustep, baue ich wieder. Das heutige Video von mir entstand mit freundlicher Unterstützung von Lightstacks, dem Hersteller mit kompatiblen Beleuchtungssteinen. Vielen Dank. So. Zack. Schafswiese fertig. Nein, Quatsch. So sehen sie aus. Ich finde die eigentlich richtig hübsch. Da kommen wir dazu und stellen dann ganz zum Schluss ein paar hin. Jetzt müssen wir erstmal Folgendes tun. Also ich habe erstmal Folgendes gemacht, dass wir hier diese Klappe natürlich weiterhin benutzen können. Ich werde diese ganze Fläche als Schafswiese irgendwie auch gestalten. Ich werde hier den Bogen der Höhle noch besser machen und so, dass das gut aussieht. Mit Klappe und auch ohne Klappe, beziehungsweise erst jetzt gerade ohne, jetzt mit. Das ist das Ziel. Es soll beides der Fall sein, weil es soll beides mal schön aussehen. Und es ist auch der Fall, dass ich hier weiter an meine Technik drankomme und auch hier weiterhin meine Höhle ohne Probleme bearbeiten kann. Und das ist das ganze Ziel dieser Geschichte. Ja, was werde ich jetzt als nächstes tun? Ich werde Folgendes tun. Ziehe hier diesen Felsen noch ein bisschen weiter vor, mache hier überall erstmal grüne Grundierung hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Ein weiterer Fortschritt hier auf jeden Fall. Also ich habe hier komplett die Grundierung in grün gemacht. Die Felsen hier am Rand auch von innen weiter gemacht. Da kommt noch Begrünung dazu, das ist ganz klar. Den Felsen hier weitergezogen bis hier vorne hin. Wir machen jetzt auch nur bis hier. Das sollte dann reichen. Aber ich bin auch noch lange nicht fertig, denn hier müssen jetzt überall noch so kleine Blütchen drauf. Sowas wie diese hier zum Beispiel. Oder auch andere. Ich muss mal gucken, wie ich das gestalte. Da bin ich noch nicht hundertprozentig sicher. Was auf jeden Fall definitiv weiterhin funktioniert, ist diese Geschichte hier. Und ihr seht, ich kann es auch hier abnehmen. Ich zeige das jetzt nicht vollständig. Habe ich schon oft genug gezeigt jetzt. Ja, so lassen wir das. Und jetzt kommt noch mal ein bisschen Verfeinern dazu. Ja, da war ja noch was. Der YouTuber-Treff. Heute sieht ein der Steinchenklemmer. Ja, toller Kanal, wie ich finde. Tolle Sigfig, wie ich finde, mit Platte dabei. Herzlich willkommen bei mir in der Stadt. Na, so. Toller Kanal. Also schaut mal rein. Livestreams, Ausstellungsbesuche, Speedbuilds. Also ich verlinke euch auf jeden Fall den Kanal in der Videobeschreibung. Nochmal ein herzliches Willkommen. Ja, was meint ihr? Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich habe mal so ein paar Blüten mit dabei gemacht. Nicht übertrieben, einfach nur so ein bisschen. Das gibt dem Ganzen, ja, denk mal, das ist absolut in Ordnung. Ja, hier rum, wie gesagt, alles Mögliche an Grün noch gemacht. Dann hier Grün mit Felsen und so weiter und so fort. Hier werden wir dann irgendwann mal weitermachen. Das muss ich mal sehen. Also ich finde es klasse, ja. Das ist doch mal eine tolle Schafswiese, wie für Schafe gemacht. Ja, sensationell, wie ich immer sage. Ja, und das werden wir jetzt auch tun. Jetzt füge ich nämlich den Schäfer und ein paar Schafe hinzu. Vielleicht noch so einen Trog mit Wasser. Mal gucken, was mir gleich noch alles so einfällt. Bis gleich. Das ist ein absolut klasse Bild. Das sieht richtig gut aus. Ja, ich habe hier nochmal so einen Trog mit Wasser und einer Wasserpumpe dahin gemacht. Er ist schon ordentlich am Zapfen. Ja, die Schafe drin. Und ich muss sagen, egal von welcher Richtung aus, es sieht einfach richtig klasse aus. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Ja, und jetzt geht es erstmal weiter mit den Zugfahrten. Und heute fährt mal wieder der Santa Fe von Lego. Musik.
Podcast gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar, aktiviert das Glöckchen. Ja, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich vermute ganz stark, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass wir hier unten weitermachen werden und weitergestalten werden. Ich glaube nicht, dass ich weiter auf dem Berg weitergestalte. Aber sicher bin ich da nicht. Ja, das war's dann für heute. Was wollt ihr denn schon wieder? Heute war's besonders schwachsinnig. Widerwärtig. Nächste Woche wieder. Na freilich.